Hallo Kackbratzen. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen. Mir ist bewusst, dass wir vor einiger Zeit schon mal ein Video über Clock Tower hatten. Aber da nun mit der Rewind-Version ein quasi Remaster für die aktuelle Hardware-Generation erschienen ist, mit der wir nicht nur zum ersten Mal offiziell das Horror-Meisterwerk komplett übersetzt neu genießen können, sondern wir mit Clock Tower Rewind gleich zwei Spiele im Paket erhalten, muss ich natürlich ein Video darüber machen. Für alle, die neu sind und vielleicht das erste Video noch nicht gesehen haben. Hallo Kackbratzen, setzt euch, nehmt euch einen Keks. Und warum hat das so lange gedauert, bis ihr Nulpen den Kanal gefunden habt? Clock Tower Rewind ist jetzt mehr oder weniger das übliche Remaster. Man hat also die beiden Originalversionen aus der Schublade geholt, also Clock Tower für das Super Nintendo aus dem Jahr 1995 und dann noch Clock Tower The First 4, das dann zwei Jahre später für die PS1 veröffentlicht wurde, hat die bunten Pixel etwas aufgeblasen, damit man sie auch auf größeren Bildschirmen ganz ohne Augenkrebs bestaunen kann, und hat dann noch einige neue Sprachen hinzugefügt, damit man sich endlich mal nicht mehr nach Romhausen begeben muss, um sich eine Fan-Übersetzung von dem bislang nur in japanischer Sprache verfügbaren Spiel zu holen. Natürlich hat man noch einige andere Extras hinzugefügt, aber alles der Reihe nach. Falls ihr bis heute noch nie etwas von dem Spiel gehört haben solltet, was mich jetzt sehr stark wundern würde, gibt es hier kurz einen Überblick. Clock Tower ist ein Point-and-Click-Survival-Horrorspiel, das 1995 von Human Entertainment für das Super Famicom veröffentlicht wurde. Leider nur exklusiv in Japan, womit die Super Famicom-Version bisher entweder nur im Original und mit Japanischkenntnissen spielbar war, oder man holte sich in Romhausen eine Fan-Übersetzung. Wobei man sich heute mehr als je vor den Nintendo-Schlägertrupps in Acht nehmen sollte, die auch noch jeden von euch die Klöten abschneiden und sie euch dann zum Frühstück servieren werden. Der erste Teil der Clock Tower-Reihe, der bei uns in Europa oder auch in den USA als erster Teil veröffentlicht wurde, war in Japan bereits der zweite Teil, nur für den Fall, dass hier irgendwelche Verwirrungen aufkommen sollten. Jedenfalls im allerersten und echten Clock Tower 1 folgen wir der Geschichte der kleinen Jennifer Simpson, die mit ein paar anderen Waisenkindern von der anscheinend super netten Familie Barrows gekauft, sorry, adoptiert wurde. Der Anschein des kuschelig großen und idyllischen Herrenhaus trügt, denn schon kurz nach der Ankunft hört Jennifer einen Schrei und alle Mädchen sind plötzlich verschwunden. Und es dauert auch nicht allzu lange, bis sie auf einen grotesk absurden Psychopathen mit einer übergroßen Schere trifft, der der kleinen Jennifer nicht nur die Spitzen ihrer superlangen Haare kürzen möchte. Wenn ihr wollt, könnt ihr den kleinen Burschen auch Bobby nennen. Ist auch eigentlich ein passender Name für so einen feschen Typen. Von nun an rennt, oder besser gesagt, geht man durch das große Haus, sucht nach den verschollenen Mädels, geht möglicherweise einigen Übergriffen des Scherenmanns aus dem Weg und versucht am Ende das dunkle Geheimnis der Barrow-Familie zu lüften und natürlich einen Ausweg aus der Villa zu finden. Und das möglichst lebendig. Ein Großteil der Handlung und des künstlerischen Stils von Clock Tower ist von den Werken des italienischen Horrorfilmregisseurs Dario Argento inspiriert worden, insbesondere von 1985 veröffentlichten Film Phenomena. Entwickler Hifumi Kono liebte Horrorfilme wie diesen und wollte, dass sich Clock Tower genauso anfühlt wie das große Vorbild. Viele der Charaktergrafiken im Spiel wurden aus Fotos echter Personen digitalisiert. Jennifers Animationen basieren zwar auf Bewegungen einer Mitarbeiterin der Planungsabteilung von Human Entertainment, aber das Aussehen der Heldin wurde eindeutig von Jennifer Connelly, also der Hauptfigur aus dem Film Phenomena, kopiert. Wie eben auch der Name. Das Spiel verkaufte sich nach seiner Veröffentlichung gut, aber leider eben nur in Japan. Zwei Jahre später gab es dann eine aktualisierte Version mit dem Namen Clock Tower The First 4, die dann für die PS1 veröffentlicht wurde, wobei es auch Portierungen für Windows PC und den guten alten WonderSwan gab. Auch die PS1-Version hat Japan nie offiziell verlassen und war ebenfalls bislang nur dank einer Fan-Übersetzung verfügbar. Die PlayStation-Version war allerdings keine 1:1 Kopie der Super Famicom-Version. Wenn man so will, war es damals schon ein kleines Remake-Remaster. Man machte das Spiel fit für die neue 32-Bit-Generation und fügte neue Tonaufnahmen, Grafiken und Sequenzen hinzu. Texturen und Sprites erscheinen nun also etwas schärfer und die Farbpalette ist satter. Auch die Steuerung wurde etwas weniger umständlich gemacht, womit das Spiel etwas besser verdaubarer war. Das war allerdings natürlich noch nicht alles. The First 4 führt einige zusätzliche Räume ein, wodurch der Erkundungsaspekt erweitert und man einen tieferen Einblick in das düstere Geheimnis des Herrenhaus und einiger Charaktere erhält. Allerdings gibt es nicht nur Vorteile. Zwar hat man nun in der neuen Version auch neue Orte, in denen man sich vor dem kleinen Scherenmann verstecken kann, allerdings lässt er sich nicht mehr ganz so einfach abschütteln wie früher. Und hier kommt nun Clock Tower Rewind ins Spiel.
Das Quasi-Remaster enthält sowohl die Super Famicom-Fassung als auch Clock Tower First 4 mit einem Sack voll kleinen feinen Extras. Die Super Famicom-Fassung ist genauso wie ihr sie in Erinnerung habt, nur dass man jetzt ganz offiziell auch wahlweise in einer deutschen, englischen oder auch französischen, spanischen und italienischen Fassung spielen darf. Neu ist, dass man dank der Rewind-Funktion nun einige Sekunden in der Zeit zurückgehen kann, falls man einen kleinen Fehler rückgängig machen möchte, und natürlich kann man zu jeder Zeit speichern, falls man für kleine Füchse muss. Bei meinem ersten Durchgang hatte ich allerdings mit der Super Famicom-Fassung ein großes Problem. Sollte ich auf die wahnsinnig dumme Idee gekommen sein, das Spiel mal kurz abzuspeichern, konnte ich von diesem Zeitpunkt an keinen einzigen Schlüssel mehr verwenden. Und im Haus waren sie auch nicht mehr auffindbar. Der einzige Weg war also, das Spiel komplett von vorne zu spielen und niemals und wirklich absolut niemals auf den Speicherknopf zu drücken. Mit der First 4-Fassung hatte ich seltsamerweise nie das Problem. Auch nach dem Speichern waren alle Schlüssel noch in der unsichtbaren Tasche von Jennifer vorhanden und ich konnte ohne Probleme weitermachen. Allerdings muss ich dem Spiel zugute heißen, dass das Problem mit den verlorenen Schlüsseln scheinbar nun gelöst wurde. Auch das Problem, dass sich das Spiel, nachdem man in den Pausemodus ging, sich für einen kurzen Moment aufhing, scheint nun der Vergangenheit anzugehören. Ihr könnt also zum Release hoffentlich beruhigt sein. Der Rest ist wie gesagt das gute alte Spiel, wie wir es schon immer gespielt haben. Was die First 4-Fassung betrifft, so hat man hier zusätzliche Neuerungen eingebaut. Natürlich ist auch hier das Zurückspulen enthalten, aber weitaus besser ist, dass sich Jennifer viel schneller heilen kann als früher, was bedeutet, dass man sich auch viel schneller wieder dem Horror aussetzen kann. Und der wurde nun spaßiger als früher. In der Super Famicom-Fassung traf man auf Bobby vielleicht ein oder wenn es hochkommt zweimal, bevor wir uns auf die letzte Flucht begeben. Je nachdem, wie viel Pech man hat, konnte man natürlich ein weiteres Ereignis auslösen, aber rein theoretisch ging einen der Scherenmann wirklich nur ein einziges Mal auf den Sack. In der First 4 Rewind-Version sieht die Sache leider komplett anders aus. Die Arschkrampe kann völlig unerwartet und total zufällig erscheinen. Meist eben dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet hat. Neu ist auch, dass euch Bobby gleich durch mehrere Räume verfolgen wird und auch neue Verstecke hat, womit der Stresslevel nun um ein Vielfaches höher ist. Zum Glück lässt sich Jennifer nun nicht mehr so viel Zeit nach einer Befehlseingabe und sie kann auch nun Treppen rauf und runter laufen und sogar einige Waffen benutzen. Zweitausend Jahre später. Die First 4 Rewind-Version ist also die definitiv rundeste und perfekte Version von allen. Nostalgiker mit schwachen Herzen, so wie ich, werden aber trotzdem die Super Famicom-Version vorziehen. Ich krieg einfach viel zu schnell Kreislauf. Grafisch gibt es in beiden Spielen eigentlich nicht viel Neues zu entdecken. Die Pixel wurden teilweise sehr stark aufgeblasen, was jetzt am Ende Geschmackssache ist. Wer will, kann alles auf 16:9 gestreckt zocken oder alles auf Briefmarkengröße runterschrumpfen, um das originale Feeling zu erhalten. Da man rund um den Bildschirm herum in der 4:3-Fassung schwarze Rahmen hat, darf man aus einer Handvoll bunten Verzierungen für sich die passende Verkleidung auf das schwarze Nichts klatschen. Aber das war natürlich immer noch nicht alles. Man hat nun dem Spiel ein komplett neues Intro im Anime-Stil verpasst und wem dies gefällt, kann während des Spielens noch weitere Filmchen freischalten und um das ganze Paket abzurunden, hat man noch ein wenig neue Musik ins Spiel gestreut und wer will, kann sich durch die Scans der alten Anleitungen und Lösungsbücher wälzen. Allerdings solltet ihr Japanisch können. Insgesamt ist Clock Tower Rewind eine feine Sache, da man sich nicht mehr umständlich nach einem übersetzten ROM umsehen muss, sondern beide Versionen des Klassikers nun ganz einfach und mit handlichen neuen Funktionen auf aktueller Hardware spielen kann. Was nun die deutsche Übersetzung betrifft, bin ich mir jedoch nicht ganz so sicher, ob die Fan-Übersetzung nicht doch besser war. Einige Passagen wirken ziemlich schwammig, was ein wenig enttäuschend ist. Im Vergleich zur englischen Fassung zieht die deutsche Version definitiv den kürzeren. Und wie gesagt, bleibt im Kern die Spielmechanik beim alten. Clock Tower ist wie bereits erwähnt ein einfaches Point-and-Click-Spiel mit Extra-Tasten für Laufen, abruptes Wenden oder Bremsen, Inventar öffnen, sich ausruhen, Objekte benutzen und, ganz wichtig, der Panikknopf, wenn es zu einer Art Quick-Time-Event kommt. Grab him by the pussy. Insgesamt ist der Interaktionsumfang unserer Heldin stark begrenzt. In der Regel wackelt Jennifer mit normaler Schrittgeschwindigkeit durch das Haus, was relativ langsam ist. Läuft man, wird das den Panikmesser in die Höhe steigen lassen. Den aktuellen Stand ihrer Verfassung kann man jederzeit am unteren linken Bildschirmrand anhand von Jennifers Gesicht mit einem farbigen Hintergrund sehen. Jede Farbe steht für eine andere Stimmung von Jennifer. Blau steht für Ruhe, Orange für Erregung und ein tiefes Rot für absolute Panik. In diesem Zustand kann es sogar vorkommen, dass sie über ihre eigenen Füße stolpert und Angriffen des Scherenmanns nicht mehr ausweichen kann.
Um Jennifers Panik zu reduzieren, drückt man auf den Ruheknopf, womit sich Jennifer auf den Boden kniet und eine kleine Verschnaufpause macht. Je nach Version dauert es eine Ewigkeit, bis man wieder im blauen Bereich ist. Jennifers Stimmung kann auch durchfallen, wenn sie etwas Schreckliches sieht, sowie Begegnungen mit dem Scherenmann beeinflusst werden. Aber am häufigsten wird man wohl seine Stimmung schwanken sehen, weil man wie ein Verrückter durch die Gänge läuft, um Zeit zu sparen. Insgesamt funktioniert aber alles einfach genug, sodass man sich ab dem ersten Moment zurechtfinden wird. Es ist aber das Spiel, das einem manchmal zum Wahnsinn treiben wird. Der Fortschritt in diesem Spiel hängt extrem von Versuch und Irrtum ab. Es gibt viele Variablen, die einen direkten Einfluss darauf haben, wie weit man im Spiel kommt. Selbst ein Lichtschalter kann die Handlung schon beeinflussen, so blöd und banal es auch klingen mag. Jede Aktion wirkt sich direkt auf eine andere aus, sodass es sogar möglich ist, völlig stecken zu bleiben und nicht weiterzukommen, was wohl den meisten das Genick brechen wird. Das Tempo des Spiels hängt auch davon ab, wie viel man herausfinden kann und möchte. Sobald man sich an den Grundriss des Herrenhauses und die Platzierung der Gegenstände gewöhnt hat, wird man in einem neuen Durchlauf vielleicht auf weniger Probleme stoßen und rein theoretisch schneller ans Ziel kommen. Aber dann macht einem Clock Tower einen absolut dicken Strich durch die Rechnung. Mal davon abgesehen, dass man sich selbst Fallen bauen kann, kann es sein, dass sich Objekte wie etwa Schlüssel plötzlich an anderen Orten befinden und selbst die Räume scheinen willkürlich im Haus ihren Platz zu tauschen. Manchmal trifft man auf den Scherenmann oder auf die extrem dubiose Mary und ein weiteres Mal kommt man komplett problemlos durchs Spiel. Es ist nicht der Horror, der einem zur Verzweiflung bringen wird, sondern die Willkürlichkeit des Gameplay. Der gute Bobby wird euch auch noch den letzten Nerv kosten. Mal abgesehen davon, dass seine Gartenschere schon einem eine unheimlich Angst einjagt, wird er euch mit aller Macht verfolgen. Für ihn scheinen auch die Gesetze unserer Welt keine Rolle zu spielen, denn plötzlich taucht er bei einer Verfolgung aus einer komplett anderen Richtung auf, so als ob er sich durch die Zimmer des Hauses beamen könnte. Er ist jetzt zwar nicht der Schnellste, aber trotzdem kann er einem allzu oft allzu dicht auf den Pelz rücken und das Spiel somit früher als gedacht beenden. Egal wie es kommt, der kleine Bobby wird uns immer einen Heidenschrecken einjagen. Clock Tower ist ein Survival-Horror-Spiel in seiner Reinform und natürlich bringen die verschiedenen Handlungsabläufe und wie man an die Story herangeht gleich mehrere verschiedene Ausgänge der Geschichte mit sich. Rein theoretisch ist es sogar möglich, das Spiel in binnen 5 Minuten zu beenden. Oder man geht aufs Ganze und erreicht das Spiel nach knapp einer Stunde. Aber genau das erhöht den Wiederspielwert und man wird auch noch nach Stunden nicht alle Geheimnisse der alten Villa gelöst haben, geschweige denn jede Absurdität finden, die sich in den vielen Zimmern des Hauses verstecken. Man darf eben niemals den Mut oder die Geduld verlieren. Klar mag Clock Tower auch in der neuen Rewind-Version für manche Geschmäcker primitiv aussehen, aber was erwartet ihr auch von einem Spiel, das auf dem Super Famicom sein Debüt feierte? Und trotz der vielen kleinen bunten Pixel bringt man eine wahnsinnig dichte Atmosphäre mit unfassbar vielen Details auf den Bildschirm. Schon damals hat man das Maximum aus dem System herausgeholt. Und das gleiche gilt auch für die Musik. Im gesamten Spiel werden viele unheimliche Melodien und pulsierende Beats eingesetzt, um die Spannung zu steigern. Es ist sofort einprägsam und wirklich beunruhigend und zeigt, dass es nur einen kleinen plötzlichen Tonartwechsel braucht, um einen die Nackenhaare zu Berge stehen zu lassen. Leider gibt es nicht viel Abwechslung, sodass man das ganze Spiel über dieselben Lieder hört. Das Sounddesign ist insgesamt solide und passt zum Ton. Es ist angemessen beruhigend oder erschreckend rau, genau wenn die Stimmung es erfordert. Nachdem nun Clock Tower in der Rewind-Version veröffentlicht wurde, gibt es dank den Spielhilfen nun absolut keine Ausrede mehr, warum man das Spiel nicht sofort zu sich nach Hause holen sollte. Puristen bleiben beim Original und wer es etwas kerniger will, zockt die First 4 Neufassung. Wobei die beste Fassung von allen das SNES-ROM-Hack ist, auch wenn man fürchten muss, dass man von Nintendo 1 auf den Sack bekommt. Achtet aber auf eure kleinen Nerven und gebt ihnen ab und an eine wohlverdiente Pause. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.